Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in den Kneipp-Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir bekommen den Kneipp-Adventskalender, der wirklich riesig, wirklich schwer ist. Aktuell erstmal nur auf der Homepage von Kneipp zu kaufen, aber er wird auch sicherlich in die Drogerien einziehen. Er wird bei Flaconi zu finden sein. Ich denke, Douglas wird ihn auch führen. Und der ist wirklich schwer. Der ist sehr, sehr groß. Und wir haben jetzt ja mittlerweile eine Badewanne, deswegen gucken wir da mal voller Vorfreude rein. Also die Kläppchen sind wirklich groß und ich nehme aus der Nummer 1 auch direkt eine Wirkdusche Goodbye Stress mit Wasserminze und Rosmarin raus. Da sind 75 Milliliter drin. Das ist wirklich, wirklich derbe. Kann ich nicht anders sagen. Finde ich schön, dass wir hier auch große Größen drin haben. Ich meine, letztes Jahr hatten wir nur eine von diesen großen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Oder war das vorletztes Jahr? Da war ich, glaube ich, relativ enttäuscht. Aber ja, hier haben wir echt ein großes Ding drin. Schöner Start. Der Duft ist jeder so, wie er meint. Das ist aquatisch und ein bisschen dann auch hier kräuterig, ne? Aber das passt eigentlich schon auch in die Weihnachtszeit, finde ich. Oh, am 2. Dezember darf ich schon in die Badewanne steigen. Eine Badeessenz Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz. Das ist eine kleine Größe mit 20 Millilitern, wird aber sicherlich für ein Vollbad reichen. Und das wird richtig schön nasefrei machen sein. Das finde ich sehr, sehr cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, wir haben hier jetzt schon wieder eine Dusche drin. Ich weiß nicht, wie ausgewogen das ist. Da stand hinten auch irgendwie der Inhalt drauf. Ich habe da jetzt aber ehrlich gesagt nicht drauf geguckt. Sei frei, verrückt und glücklich mit Glücksklee und Apfelsine. Das finde ich schön. Also Kneipp hat halt auch einfach bei diesen Duschgeschichten diese süßen Sprüche mit dabei. Das mag ich gerne. Aber naja, komm, ja, sind zwei Duschen, ein Badezusatz. Gucken wir mal weiter, wie es mit der 4 weitergeht. Hier haben wir die Nummer 4. Haben wir jetzt immer im Wechsel Baden, Duschen, Baden, Duschen. Okay, da ist eine Badeessenz Entspannung pur mit Melisse drin enthalten. Auch hier wieder 20 Milliliter. Auch hier schön für ein Vollbad geeignet. Ne? Ja, aber ich meine, dass Kneipp ein etwas größeres Sortiment hätte. Also ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr Abwechslung. Na guck, am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, dürfen wir uns eincremen mit der Mandelblüten-Hautzart-Sensitiv-Körpermilch und 7 Tage Pflegeeffekt. Ja, also finde ich gut. Ich mag auch gerne Körpercremes, ne? Weil gerade wenn du ja auch viel in der Badewanne abchillst, also offensichtlich haben wir jetzt ja jeden Tag geduscht oder gebadet, ne? Ist die Haut ja auch dementsprechend ausgetrocknet und möchte gerne auch ein bisschen Pflege haben. Und da erinnere ich mich auch ein bisschen an die Worte von meiner Schwiegermama in Spee, die sagte, bei Kneipp, das trocknet meine Haut schon sehr aus. Ja, das liegt halt auch daran, dass da sehr viele, ich denke auch Parfümstoffe, ne, dran schuld sein könnten, aber auch so ätherische Öle und so weiter. Und dementsprechend kann das dann sein, dass wenn man die Produkte verwendet, dass die Haut schneller austrocknet. Deswegen macht es Sinn. Hier haben wir dann auch mal ein bisschen was zum Eincremen drin. Der Nikolaus sagt uns, gute Nacht, ab in die Wanne, eine Badeessenz mit Ziebenholz und Amyris. Das ist auf jeden Fall ein schöner Duft, den ich mir auch so zur Weihnachtszeit, zur Adventszeit vorstelle. Damit ja, würde ich gerne baden, doch. Okay, am 7. Dezember dürfen wir Sport machen, denn danach gibt es Sporterholung für die Badewanne mit Rosmarin und Menthol. Huh, sowas stelle ich mir immer ein bisschen schwierig vor, gerade im Bad. Also ich kenne das ja als Duschgel oder so, ne, dass man was mit Menthol mit dabei hat, aber ich bin ja auch nackelig in der Badewanne und dann kommt das ja auch an alle Stellen so dran. Ich weiß nicht, ob ich überall diesen Menthol-Gedönsen haben will. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Und da wir uns ja quasi am 7. Dezember auch damit gestresst haben, dass alles auf einmal mit Menthol überschüttet wird, macht die Nummer 8 jetzt, dass es kracht und da bekommen wir ein bisschen Goodbye Stress Badekristalle. Auch hier mit Wasserminze und Rosmarin hatten wir jetzt als Duft schon in der 1 mit dabei. Ja, Sammy schüttelt sich. Der 8. Dezember ist nämlich sein Geburtstag. Und hier haben wir einen hohen Anteil an Tiefensalz drin enthalten, Sammy. Weiß aber Bescheid. Verwandelt Stress in positive Energie. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Lebensfreude freuen, welche wir dann unter der Dusche erleben dürfen. Mit Lycea, Kubeba und Zitrone. Also ein zitrisch duftendes Pflegeduschprodukt mit 75 Millilitern. Ja, ne, das
passt. Also ist auch tatsächlich wieder aus dieser Reihe, die ich mit hier sei frei, verrückt und glücklich in Verbindung bringe. Ne? Und auch gut bei Stress und so weiter. Das ist diese Messages, die sind ganz süß. Also kann man auch immer ganz gut verwenden, solche kleinen Produkte oder solche Produkte generell, um sie zu verschenken. In der Nummer 10 darf es mit einer glücklichen Auszeit weitergehen. Ein Aroma-Pflegeschaumbad mit rotem Mohn und Hanf. Und hier sind 100 Milliliter drin. Okay, ab in die Badewanne. Also ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Produkte, um meine Badewanne intensiv auszuprobieren hier. Oh, das finde ich schön. In der Nummer 11, das ist die erste Schnapszahl, haben wir ein Bio-Hautöl mit Grapefruit, Olive und Safflor. Das sind 20 Milliliter hier drin. Ich verwende super gerne Hautöle, so von Knie bis Hüfte. Das funktioniert bei mir ganz gut und ja, das ist aus der Naturkosmetik-Reihe. Guck mal, die anderen waren nicht Naturkosmetik. Das ist jetzt Naturkosmetik. Auch interessant, ne? Ja. Zur Halbzeit kredenzt uns dieser sehr schön pflegende Adventskalender eine Fußcreme, eine Sekundenfußcreme mit Zitronenverbene und Avocado-Butter. Ein Creme fertig los, liebe ich. Das sind auch 75 Milliliter. Ich verwende jeden Abend Fußcreme, deswegen macht es für mich auf jeden Fall Sinn, dass in einem Pflege-Adventskalender auch was für die Füße drin enthalten ist. Super praktisch, super wertvoll, super verwendbar. Und jetzt kommen wir auch mal so ein bisschen mehr in das weitere Sortiment von Kneipp. Hiermit sehe ich definitiv meinen Freund baden. Das sind Badekristalle zur Muskelentspannung mit Arnika. Hier haben wir 60 Gramm drin enthalten und das befindet sich in Kläppchen Nummer 13. Finde ich sehr, sehr schön, denn so eine schöne Badewanne, wenn man im Winter drüber nachdenkt, 13. Dezember, ne, vielleicht so liegt Schnee draußen, man hat draußen Holz gehakt oder Schnee geschoben oder sonst irgendwas gemacht, kommt rein und dann lässt man sich ein Bad ein und macht da sowas rein. Das war ein krasser Reim. Und das ist großartig. Auch das, wobei das könnte sein, dass ich ihm das sogar mopse, in der Nummer 14. Eine Badeessenz Rückenwohl mit Teufelskralle. 20 Milliliter haben wir hier in diesem, das ist übrigens Glas, ne, drin. Und sowas reicht halt wieder auch für ein Vollbad. 1 bis 2 Vollbäder steht hier sogar drauf, ja. Und Rücken... Entspannung und so, das ist halt für die Leute wie mein Freund und ich zum Beispiel. Wir beanspruchen unseren Rücken halt täglich, sei es eben durch die sitzende Tätigkeit als Bürohengst und Stute oder auch ja, wenn man jetzt nicht immer unbedingt sich vorher dehnt oder richtig hebt und so weiter. Man sollte auf jeden Fall auf seinen Rücken achten und wenn man vielleicht mal ein bisschen was überstrapaziert hat, kommt so ein Rückenwohl-Vollbad auch mal ganz gut, denke ich. Oh, passend dazu am 15. Dezember ein Massageöl, sanfte Berührung mit Ylang Ylang. Das kann man dann gegenseitig natürlich auch verwenden, um sich dann eine ja, entspannte Massage zu genehmigen. Was ist hier los? 10 vor 10? Viecher fliegen hier rein und draußen Raser. Genau, ja. Nee, finde ich gut. Auch so ein Massageöl einfach mit dabei. Das finde ich, ja, schon, ja. Am 16. Dezember ist es mal wieder Zeit für eine Dusche und da haben wir den Duschbalsam Mandelblütenhautzart passend zu der Körpermilch, die wir hier ja auch schon mit drin haben. Vielleicht, wenn man einfach so richtig Bock auf diesen Duft hat, gönnt man sich das erst unter der Dusche und dann die sensitive Körpermilch einfach nochmal zum Eincremen, falls man sie bis dahin noch nicht aufgebraucht hat. Eine Woche vor Heiligabend dürfen wir uns ein bisschen Handcreme genehmigen und die kenne ich noch gar nicht. 3-in-1 Pflege Repair and Protect Handcreme, 5 natürliche Pflegeöle, pflanzliches Glycerin, repariert strapazierte Hände ab der ersten Anwendung, pH-Haut ideal, 75 Milliliter, läuft. Ja, finde ich gut, Handcremes gehen immer und im Sommer ist es, im Sommer auch, ja. Verwende ich die gerne, wenn ich jetzt im Garten bin gerade. Aber im Winter halt auch ganz gerne, weil die Heizungsluft die Haut halt super austrocknet und dann kann man das einfach gut gebrauchen, ne? Und zack, schon sind wir in der Weihnachtswoche. Herzlich willkommen, der 18. Dezember ist da. Mandelblütenhautzart, ein Pflegeölbad. Okay, das haben wir jetzt einmal die komplette Reihe hier am Start und das ist ja schon ganz nett, ne? Das ist dann ein Bad, was halt auch wirklich pflegen soll, eben weil da Öle mit drin sind, was ich schön finde. Ja, da sind wir wieder beim Thema trockene Haut. Schön. Ey, am 19. Dezember ist was drin, was ich mir die letzten Jahre immer gewünscht habe. Das verwöhnende Cremeöl-Peeling mit Kamelie und Argan. Manchmal glaube ich wirklich, dass die Firmen auch unsere Videos gucken, oder? Fände ich voll geil. Ich würde es wirklich hart feiern. Und ja, tatsächlich ist es hier eine Anwendung mit 40 Millilitern. Wenn man halt möchte, kann man das auch auf 2 Anwendungen aufteilen. Und ich liebe dieses Peeling. Das ist so gut. Das ist einfach das Peeling, was mich damals auch dazu gebracht hat, umzusteigen. Dass ich halt auf Salz- oder Zuckeröl-Peelings umsteige. Und sowas, es löst sich halt auch im Wasser auf, ist klar. Ne? Und das verstopft dir nicht die Rohre so und ja, ist halt für die Umwelt auch ein bisschen schonender und das finde ich gut, mag ich, sehr empfehlenswert, müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobiert haben.
Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Also irgendwie ist das ziemlich merkwürdig durchgemixt. Denn jetzt haben wir hier eine Expresspflege-Sekundenhandcreme, Zitronenverbene und Avocado-Butter, ein Creme fertig, los, zieht schnell ein. Also irgendwie, ich meine, wir haben ja 24 Tage im Dezember zur Verfügung. Und wenn man schon zwei Handcremes in einen Adventskalender packt, warum denn so nah aufeinander? Also da kannst du doch vielleicht in einer 2 und in einer 13 eine reinpacken. So halt, ne? Genau, wir kommen gleich zum Fazit. Die Nummer 21 hat sich hier sehr, sehr eng an dem Karton festgehalten, weswegen sich hier das Ding so ein bisschen löst. Naja, das ist ein Sensitiv-Hautöl Mandelblütenhautzart. Also die ganze Reihe möchte hier verwurstet werden, ist okay. 20 ml haben wir hier drin. Wie gesagt, Pflegeöle mag ich einfach gerne. Ich verwende gerne Körperöle und deswegen ist es schön, dass wir hier auch einige mit drin haben. Und ich mag auch gerne die Mandelblütenhautzart-Reihe vom Duft her, weil die halt sehr pudrig zurückhaltend ist, ne? Und nicht so super intensiv, dass halt irgendwie, dass es zu speziell wäre. Und deswegen ist Mandelblütenhautzart halt auch wirklich für viele geeignet so. Das ergibt definitiv Sinn, denn am 22. Dezember haben wir eine Badeessenz mit drin. Goodbye Stress, Wasserminze und Rosmarin. Das finde ich einfach total klasse, weil du hast in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit super häufig einfach ein bisschen mehr Stress, wenn man ein bisschen mehr organisieren muss und so. Und dann ist es ganz schön, wenn der Adventskalender einen daran erinnert, seinen Stress einfach mal von sich zu lassen, auch wenn er das schon mit anderen Produkten aus der Reihe vorher getan hat, aber nochmal kurz vor Weihnachten ist das schon schön, oder? Ja, jetzt haben die auch einen Tag vor Heiligabend nochmal gut bei Stress raus, finde ich großartig. Das ist die Körperlotion mit Wasserminze und Rosmarin, dass man da halt auch nochmal so ein bisschen abschalten kann. 75 ml haben wir hier. Also wie gesagt, also das finde ich jetzt halt so als Endspurt super sinnvoll. Und jetzt bin ich gespannt, was in der 24 stecken wird. Da können wir gerne mal zusammen hineinschauen. Dann hole ich den Adventskalender mal ein bisschen näher. Oh, das ist sinnvoll. Ja, der Tag der Liebe und so, ne? Nicht der Tag der Liebe. Das Fest der Liebe ist nicht Valentinstag, ne? Das ist schon Weihnachten. Badekristalle hab dich lieb mit Himbeere und Preiselbeere. Das ist süß. Ach komm. Das in der 24, ne? 60 Gramm sind hier drin. Finde ich wirklich gut. Doch, doch. Das mag ich gerne leiden und das ist wirklich eine tolle 24, weil es einfach irgendwie passend ist. Und hier haben wir einmal den leeren Adventskalender. Wie gesagt, ich hätte es ziemlich gefeiert, wenn die halt die Produkte etwas besser verteilt haben, weil teilweise haben wir halt zwei Badeprodukte direkt hintereinander oder so, ne? Aber ich mag den Inhalt, bin ich ehrlich. Bei Kneipp gehen wir ja auch alle irgendwie schon so ein Stück weit davon aus, dass es sich hier um Baden und Duschen und Körpersauber machen handeln wird, auch ein bisschen um Eincremen. Die haben mir schon ganz gute Produkte aus dem Sortiment mit reingebracht. Ich glaube, es hätte noch mehr gegeben, theoretisch, um das noch ein bisschen mehr zu repräsentieren. Aber er ist schon schön befüllt. Also ich weiß jetzt auch aus dem Stegreif nicht, was die Produkte so wert sind. Dementsprechend kann ich euch auch nur einblenden, was wir hier für einen Gesamtwert haben, ne? Aber ich glaube, das kommt schon ganz gut. Das kommt schon ganz gut. Also für mich eine Empfehlung für Leute, die gerne baden, die halt auch duschen. Was hoffentlich irgendwie jeder von uns tut, sich mal ab und an zu reinigen. Nein, also hier sind schon gute Produkte drin. Ist es jetzt der beste Pflege-Adventskalender, den man dieses Jahr kaufen kann? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein schöner und ich finde für 49,99 macht man da jetzt auch nicht so super viel verkehrt. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.